Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder weg das? Quiz mit Tisch. Heute mit Hollywood-Star Tom Blaschier. Ja! And the Oscar goes to... Und Wildcarder Markus. Aus Österreich. Ja, wir erreichen euch alle. International heute hier. Yes, international Publikum. Ja. Yeah. Freunde, habt ihr Bock, mal hier zu sitzen, wie der Markus? Dann bewertet euch noch mit dem lustigen Spruch in den Kommentaren. Gebt einen Daumen nach oben und schreibt mir mal, was kann man alles Schönes mit Mayonnaise machen. So, Kommentar des Tages kommt von Suplex und dieser Kommentar war unter der Folge mit Mr. Wissen to Go, die ist hier unter dem i irgendwo. Männlich dominiert die Runde, Funk nimmt die Quote nicht ganz so eng. Erstmal wird Kritik hier grundsätzlich nicht gelesen und auch nicht umgesetzt. Mhm. Aber natürlich, ja klar, wir hätten ja gerne noch mehr Mädels hier in unserer Runde. Also bewerbt euch bei uns. Mädels, rein. Los geht's! Aus wie vielen Mitgliedern besteht ein Quintett? 4. Ja. Das war doch Absicht. Quintett! Quartett meinst du? Quintett ist ein bisschen. Ah, ja, ich. Das ist wie der Bennys Omen, immer wenn er die erste Frage falsch beantwortet hat, als erstes. Ja, ist leider wirklich immer so. Da kannst du uns schon mal sagen, wie es heute schmeckt. Oh, riecht auf jeden Fall nicht so gut. Und? Lecker ist es nicht. So ein butzriger Nachgeschmack. So, Tom, du bist ein Superstar, du bist ein Hollywoodstar, du bist der deutsche Exportschlager. Dafür gibt es erstmal nochmal einen Riesenapplaus. Man kennt dich auch aus, unter anderem aus Game of Thrones, heißt Spiel der Throne. Throne. Und Stranger Things heißt verrückte Sachen. Dafür gibt es nochmal einen Riesenapplaus. Und. Markus, du kommst aus Graz, aus Österreich. Jawohl. Yes, ja, ich bin sehr Spaß uns. Grüß dich. Erstmal hallo, was sind wir Fan? Du bist ein großer Fan von Tom. Erzähl mal ein bisschen, warum bist du Fan, was guckst? Sag mal, also ganz Österreich ist jetzt nicht nur Wien. Es gibt so ganz viele andere Dialekte. Er hat Wienerisch sogar gemacht. 12.10, ja. Bezirk 12.10, ja, viele Grüße. Sogar für bessere Dialekte, aber egal. Du bist wie Moneyboy auch, ne? Wie auch so hast. Ja, die Stimme ist... Sag mal, schisch. Schisch. Ah! Toll! Okay, du bist Fan von Tom. Erzähl mal ganz kurz. Was? Wieso? Also, connectet euch. Stranger Things ist, glaube ich, die coolste Serie aller Zeiten. Wegen ihm, ne? Ja, also nur wegen Staffel 4. Das hat guten Geschmack. Ja. Kann man jetzt, jede Folge wie ein Kinofilm. Hast du eine Frage an dich vielleicht, die du stellen möchtest? War immer eine kurze Frage. Hat der Dreh für Staffel 5 schon begonnen? Nein. Oh, verdammt. Tatsächlich nicht, weil es gerade Autorenstreik in Amerika und es wird im Moment gerade gar nichts gedreht. Also das wird sich so auf alle Serien demnächst auswirken. Hast du Existenzängste? Das ist, nö, ich bin ja zum Glück noch hier. Wir drehen durch. Ja, klar. Guten Durst. Wie viele Ecken hat ein Oktagon? 8. Oh Gott, ist der schlau. In wie viele Gewalten ist die staatliche Gewalt in Deutschland aufgeteilt? 3. Oh Gott, sie sind noch schlauer. Was ergeben die Zahlen aus den ersten 3 Antworten addiert? 16 oder 36? 16. Oh! Welches Studium sollte ein Arzt oder eine Ärztin im Idealfall absolviert haben? Ein medizinisches Studium. Ja, Medizin. Welche Arbeit muss ein Mediziner verfassen, damit er sich Doktor nennen darf? Die Doktorarbeit. Welchen Doktortitel trägt der ehemalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg aktuell? Doktor? Doktor, Professor? Hä? Wie wird ein Doktortitel? Gar keinen. Der ist kein Doktor. Also die Satire an dieser Frage. Okay. Ach so, okay. Wird satirisch aufgeladen. Guten Durst. Tom, kannst du Blut sehen? Ja, sehr gut sogar. Ach, krass, okay. Das heißt, wenn ich jetzt eine Fleischwunde hätte, könntest du mich verarzten? Ja. Er könnte auf jeden Fall hingucken. Also, ich weiß nicht, aber ich könnte hingucken. Ah, ja. Ich würde mir das angucken. Ich kann das nicht. Ich würde beim Verbluten zugucken. Wir haben eben geklärt, du bist Ballermann-Fan. Haben wir oft eben schon drüber gesprochen. Das 1 und 4, oder? Ja. Du bist auf die Jagd gegangen.
Genau, ich habe mit ganz vielen Ballermann-Sängern Fotos gemacht. Noch Sängerin natürlich. Isi Glück war dabei, Olaf der Flipper, Icke Hüftgold. Oh Gott. Aber bist du Mallorca? Warst du schon mal da im Megapark? Mallorca war ich schon oft, ich war noch nie am Ballermann. Was für eine Musik nicht hörst verlocken. Du denn? Was ist deine musikalische? Boah, ich höre tatsächlich in letzter Zeit Klassik hauptsächlich. Echt? Ja. Also Geigen und. Geigen und andere Instrumente. Ja, okay. Hauptsächlich Quintette. Bramse. Wie heißt der Doktor aus dem Marvel-Universum, der 4 Greifarme aus Metall hat und einer der Erzfeinde von Spider-Man ist? Dr. Octopus. Wie hieß der Kater, dem die kleine Maus Jerry trotz fieser Fallen immer wieder entwischt ist? Tom. Von wem stammt in der deutschen Version das Titellied Vielen Dank für die Blumen? Icke Hüftgold! Udo Jürgens, natürlich. Ach, Landsmann. Ja. So, Tom, zeig mal hier. Hast du eine Unverträglichkeit? Schlechte Verträge. Boah! Ah, das Gute ist ja, es geht auf die Stimme, ist das super geölt. Da ist ein Sauerkraut drin. Das ist das Einzige, was ich nicht esse. Wieso nicht? Das Einzige, was du nicht isst? Wirklich, es gibt nichts, was ich nicht esse, aber Sauerkraut vermeide ich. Sheesh. Geboren wurde Jürgens in Klagenfurt am Wörthersee und damit in welchem Land? Österreich. Am Wörthersee spielte auch eine beliebte Fernsehserie mit Roy Black, Pierre Bries und Uschi Glas. Wie hieß sie? Ein Schloss am Wörthersee oder Rentnerrandale am Wörthersee? Ein Schloss am Wörthersee. Rentnerrandale. Nein, das schießt das andere ja nicht aus. War der bessere Name gewesen. Welche Sportart gilt als die schnellste Ballsportart der Welt? Golf oder Badminton? Badminton. Ja, ich bin drin! Wirklich? Ja. Wofür steht die Abkürzung AKW? Atomkraftwerk. In welcher Stadt lebte der fiktive Detektiv Sherlock Holmes? London? Sie sind auf Kohlenstoff basierende Mineralien und gelten als der härteste natürliche Stoff, den die Natur kennt. Wovon ist die Rede? Salz? Ah, natürlich. Ah. Na. Irgendwie freue ich mich auch drauf. Ja, das auch. Sagst du dann auch. Der wirklich so eckig ist. Aber schau. Und jetzt gib ihn. Ja, ja. Lecker. Hammer. Das Geräusch mal live. Ja. Ja. Und wie ist es? Nicht gut. Nicht leibernd. Nicht leibernd, genau. Du hast ein Geschenk mitgebracht. Ja. Das würde ich jetzt gerne mal sehen. Ja, also ich habe mir gedacht, aus diesem Schockglas haben schon zu viele Leute rausgetrunken. Mhm. Deshalb habe ich hier mal neue Shotgläser mit unserem, also mit meinem Heimatverein drauf. Sturm Graz. Ah, Riesenapplaus! Für alle. Oh, du kriegst auch eins. Hier. Und deinen Mini-Wimpel. Oh, jetzt aber süß. Wow. Kann man verschiedene Sachen mit dekorieren. Ja. Riesenapplaus für diese tollen Geschenke. Okay. Eins gehört noch dazu, weil ihr so Fan von diesem Meme seid. Ja. Ich mache eins zu euch. Ja. Ja, du hast die Fälle völlig richtig. Hier. Ja, hier. Sag mal. Oh, klasse. Hab ich mein Mauspad zu Hause. Ich bin ein bisschen da am Daddeln. Wunderbar. Welche beliebte Buchreihe rund um Drachen, Intrigen und Geschwisterliebe stammt von Autor George R.R. Martin? Das Lied von Eis und Feuer oder das Lied von Feuer und Eis? A. Ah. Warum krieg ich die Frage nicht? Wie lautet der zweite Name von George R.R. Martin? Raymond oder Richard? Raymond. Oh! 50-50 Chance, ne? Welche Rolle spielte Tom Vlaschia in der TV-Adaption Game of Thrones? Mann ohne Gesicht oder Mann ohne Vergangenheit? Mann ohne Gesicht. Jaqen H.A.R.K. oder so, oder wie hieß er? Jaqen? Ja, so, ja. In welchem Jahr endete Game of Thrones mit der 8. Staffel? 2019 oder 2021? 2019. Tim Allen war in den 90ern der Heimwerker-King aus Hör mal, wer da hämmert. Wie hieß die Sendung, die er zusammen mit seinem Kompagnon Al moderierte? Hör mal, wer da hämmert.
Nein, Tool Times. Ach, stimmt! Ja, das ist auch Sendung. Zuhören, weil es wurde ja schon genannt. Der hatte diese Sendung, ja, stimmt. Macht Tim Allen noch, wo sie noch Filme? Ich habe keine Ahnung. Der war doch Santa Claus. Ja, hat er wieder gemacht vor kurzem. Okay. Der spricht doch auch irgendeine Figur. Buzz Lightyear spricht er. Ah. Nee. Oder? Nee, der spricht Woody, oder? Na, Woody ist Tom Hanks. Wird nicht besser. Lecker bin ich's nicht. Ich werde jetzt übertünchen mit dem Fakt über dich. Und zwar, hast du uns einen tollen Trailer mitgebracht bezüglich deiner Audible Original Podcast-Serie Marvel's Wastelanders Star-Lord. Und da schauen wir jetzt mal rein. Okay, jetzt reicht's mir aber. Rocket? Ja? Die Erde ist offiziell für den Arsch. Wir sind die Guten! Warum begreifst du das nicht? Wir sind die Guardians of the Galaxy! Wow! Dir kann man lauschen. Nimm mir zwei gute Gründe, warum ich das mir jetzt anhören soll. Weil es eine geile Geschichte ist und weil es auch ein super Sounddesign ist. Ohne wie du damit dabei bist. Ja. Sehe ich auch mal das Gesicht zur Stimme, da kann ich mich einfach noch besser auf einstellen. Was heißt Tool auf Deutsch? Werkzeug. Wie wird der Pflock oder Zapfen genannt, mit dessen Hilfe Schrauben oder Haken in einer Wand oder Decke verankert werden können? Hammer? Hä? Dübel! Wie Arno Dübel. Kennst du Arno Dübel? Pflock oder Zapfen? wer ist Arno Dübel? Arno Dübel? Wer war, ist die richtige Frage. Also, kennst du Arno Dübel? Ja, sicher. Okay, rest in peace. Arbeit, was ist das? No way! Seit ganz lange der 30. Arbeitslose Deutschlands. Mhm. Und jetzt ist von uns gegangen, vor kurzem. Und jetzt ist aber auch, er ist weg. Seine Leiche ist weg. Keiner weiß, wo sie ist. Arno Dübel ist darüber True Crime. Darüber vielleicht mal einen Film drehen. Stranger Things. Ja, genau. Ja, gut. Okay, ich kann direkt wieder in Deutschland andrehen. Uah. Welcher Dübel verstarb im Mai dieses Jahres? Arno. Witzig. Was kommt laut Sprichwort vor dem Fall? Hochmut. Was ist denn los? Das ist die Temperatur. Oder Schauspieler, das ist die Temperatur. Das ist die Temperatur. Nein, ich bin ehrgeizig, ich bin wie Raab. Ich bin durch die Temperatur so durchgekaut. Aber war klar, ich glaube, ich habe es gesagt, wenn der Erste bei ihm schief geht, ist er ganz schnell, ist er der Erste, der rausfliegt. Macht dir nichts. Ja, Freunde. Ich muss wieder Welpen auf den Parkplatz verkaufen gehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Euer Kult-Belly. So, neuer Start. Weiter geht's. Ehrlich. Was macht derjenige, der anderen eine Grube gräbt? Der fällt selbst hinein. Was tut laut Sprichwort Kindermund? Die Wahrheit kund. Wo führen laut Sprichwort alle Wege hin? Nach Rom. Der Name welches italienischen Desserts bedeutet übersetzt sinngemäß ziemlich hoch? Tiramisu. Oh! Das ist ja Pinocchio-Eis. Okay. Welcher englische Begriff steht für die Hauptverkehrszeit im Stadtverkehr? Oh, Rush Hour, oh Mann. Ich habe ja keinen Führerschein. Ist echt schwer unter Druck. Ja, total. Ich habe ja keinen Führerschein. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich kenne nur, die Bahn sind defekt und da ist Person im Gleis. Ich kenne aber solche Sprichwörter, kenne ich leider nicht. Also, liebe Freunde, tschüss. Bist du raus? Nee, ich bin noch nicht raus. Nee. Nein, du hast einen. Du bist raus! Ist das so? Ja. Hast du nicht erst zweimal? Nee, das ist der dritte. Ciao, liebe Freunde. Tom hat hinter Kulissen eine Rolle versprochen im nächsten Film. Ich spiele da einen Detektiven, der mit Hilfe von Tom Fälle löst in Duisburg-Meiderich. Ciao, jetzt geht's ans Set.
Und damit stehen Tom und Markus im großen Finale. Und die beiden spielen entweder... Oder! In diesem Film hat Al Pacino mitgespielt. Scarface. Korrekt. Manta Manta, zweiter Teil. Nicht korrekt. Der Pate. Korrekt. Star Wars, die dunkle Bedrohung. Nicht korrekt. Der Duft der Frauen. Nicht korrekt. Ah! Was? Oh, nie gehört von dem Film. Doch, klar, es ist ein alter Klassiker. Oh. Ja. Das ist ein Mordsbrause. Das ist der zweite Gaudi. Ist tatsächlich schlechter. Du, ganz kurz, apropos, das riecht da nicht gut und stinkt. Du arbeitest im Büro bei einem Entsorgungs- und Transportunternehmen. Was ist die größte Müllserie aller Zeiten? Also, ich komme aus Österreich, aber so film- und serientechnisch sind wir ziemlich schlecht aufgestellt. Gibt's nicht viel, ne? Nee. Ihr seid, ich finde, filmtechnisch seid ihr super aufgestellt. Ja, schon. Also, österreichische Filme finde ich toll. Glaubst du, dass du irgendwann mal einen Oscar gewinnen kannst? Doch, was? Soll ich das jetzt jinxen? Nein. Wieso? Natürlich. Ja, klar. Ich starb durch ein Attentat. Abraham Lincoln. Korrekt. Gaius Julius Caesar. Korrekt. Adolf Hitler. Nicht korrekt. Napoleon Bonaparte. Nicht korrekt. John F. Kennedy. Korrekt. Tupac. Korrekt. Mahatma Gandhi. Korrekt. Theodore Roosevelt. Korrekt. Nein! Und damit gewinnt Tom Vashia. Komm mal wieder weg! Doch bevor du die goldene Tischplatte anfassen darfst, muss Markus erstmal noch trinken. Gott sei Dank. Oder willst du übernehmen? Nö. Gönn dir, Bruder! Guck mal! Sauber, Rita Blut! Grüß Sie nach Österreich! Ja, grüß Sie! Wir sind auch für euch immer da! Grüß Sie ist Schweiz, glaube ich. Grüß Sie Schweiz, ja. Was sagt man denn? Was sagt man dann? Who? Servus. Servus und goodbye, euer Entertainer Benny. Riesenapplaus für Tom Vashia! Hier! Yay! Viel besser als der Oscar, oder? Super, da, genau. Hey! Ah. Ihr werft euch gerne in den Kommentaren und bringt dazu tolle Geschenke mit, falls ihr das nicht macht. Ja, hast du das selber so, wie heißt das nochmal? Wie laminiert. Hast du das selber laminiert? Ja, meine private Laminiermaschine verwendet. So, oben gibt es ein tolles Video von Cinema Strikes Back und zwar ein fantastisches Finale. Guardians of the Galaxy Volume 3 Kritik. Und unten gibt es die letzte Folge. Korrekt oder weg das? Mit Tisch. Tschö. Tschüss.